Ein herzliches Willkommen zur Sendung hier bei uns auf O7 TV. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Osterfest und freuen sich nun auf wärmere Tage. Laut Meteorologen soll der Frühling ja nun auch hier bei uns in der Eifel Einzug halten. Wenn es stimmt, dann fangen Sie den Frühling in den kommenden Tagen doch mal mit Ihrer Kamera ein. Schicken Sie uns doch mal Ihr persönliches Frühlingsbild oder Ihr ganz persönliches Frühlingsvideo. Auf unserer Website können Sie nachlesen, wie Sie es machen müssen. Die schönsten Bilder und Videos zeigen wir dann in unserer kommenden Sendung. Doch zuerst zu den heutigen Themen. Kein April-Scherz. Die Rocklegenden Barclay James Harvest spielen in Down. Kein Ladenhüter. Der Dorfladen in Neidenbach erfreut sich großer Beliebtheit. Kein Grund, sich aufzugeben. Ängste und Depressionen kann man besiegen. Und keine Zeit im Ruhestand. Ehemaliger Arzt baut aus alten Weinkisten neue Möbel. Valley's deep and the mountains so high. Ich bin mir sicher, dass jetzt vor allem die etwas älteren Zuschauer genau wissen, was damit gemeint ist. Es sind die ersten Worte der Hymne von Barclay James Harvest. Ein Song, der in den 80ern um die Welt ging. Hören wir mal kurz rein, das klang damals so. Valley's deep and the mountains so high. Unvergessen das Concert for the People, als Barclay James Harvest im August 1980 vor über 200.000 begeisterten Fans auf dem Reichstagsgelände in Berlin spielten. Fast 40 Jahre später gibt es sie immer noch. In einer etwas veränderten Besetzung spielen sie aber nicht mehr vor 200.000, nun eher vor 200 Zuschauern. So auch vergangene Woche im Forum in Down. Leider durften wir nicht während des Konzertes drehen, aber die in die Jahre gekommenen Fans sagten uns, warum sie sich Barclay James Harvest ansehen wollten und wie es ihnen gefallen hat. Life is for living and living is free. You to me are like the sun in the sky and so on. Das können die besser, die Jungs. Aha, der Text sitzt also und die Vorfreude ist auch nicht zu verbergen. Ich finde das ganz toll, dass jemand, der ganz tolle Lieder gemacht hat, gute Musik gemacht hat, Teil meiner Jugendmusik, nach Down kommt und dann muss man einfach gehen. Wir haben das früher einfach geliebt, es war unsere Jugendzeit und wir freuen uns total auf heute Abend und werden in unsere Jugendzeit zurückverfallen. Viele Lieder von Ihnen gehen einem sehr nahe, haben sehr viel Gefühl und ich denke, deshalb sind sie auch sehr beliebt. Ich habe sie auch schon live gesehen in Köln vor Jahren und hat mir einfach sehr gut gefallen. Das ist eine Musikrichtung, sage ich mal. Es ist zwar ein bisschen härter, aber trotzdem sind auch sehr viele melodiöse Sachen dabei. Und das ist eine Musikrichtung, sage ich mal, die gefällt mir einfach ganz gut. Ich wollte eigentlich nicht, bin ich ganz ehrlich, weil es ein Sitzkonzert ist. Ich bewege mich unheimlich gern zur Musik. Tanzen kann man es zwar nicht nennen, aber ich zappel ganz gerne. Aber Freunde haben mich dann überredet, die sind ein Jahrzehnt älter als ich. Wenn schon mal so eine Band nach Down kommt, dann müssen wir dahin. Also habe ich Randplätze gekauft und wir werden aufstehen und die Bude rocken. Wird heute irgendeiner den Slip auf die Bühne schmeißen oder was wird passieren? Ja, ich glaube, da müssen wir ja erst den Räumerslip auf. Nee, den BH lassen wir auch an. Aber wir werden uns schon amüsieren. Wird schon Ausdrucksmöglichkeiten geben. Bestimmt. Ja. Im Sitzen ist ja immer ein bisschen begrenzt. Ja, dann muss man gucken, wenn das Bein zu viel wackelt, nicht, dass der Nachbar einen dann anstört. Oh ne, wir sind da ganz entspannt. Wenn die Stimmung schon so gut ist, wie wird sie denn dann erst nach dem Konzert sein? Mich hat diese Musik heute in die Kindheit zurückkatapultiert. Das hätte ich nie gedacht, dass Musik das schafft. Aber ich war tatsächlich, ich weiß gar nicht, so um die 10 bis 13 muss das gewesen sein. Und ich habe mich an Dinge erinnert, die waren gar nicht mehr auf meinem Schirm. Also total fantastisch, weil das war so eine schöne Kindheit. So ein schöner Teil der Kindheit. Sehr schön. War schöne Musik. Ja? Ja, hat mir wirklich gut gefallen. Der Saal stand zum Schluss richtig gut. Am Schluss bin ich dann als Erster aufgestanden und dann ist auch das ganze Publikum aufgestanden und hat gekrölt und geklatscht und es war schön. Prima, einfach professionell, total klasse. Ja, es war ein absolut schöner Abend. Absolut schön, ja. Absolut rund, ja. Und
würde ich sofort noch mehr machen. Auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ja. Was halten Sie denn davon, dass so eine große Band eigentlich, die waren ja früher, die haben ja Stadien gefüllt, ja, ne? Und dass die jetzt auf einmal hier in Down, aber auch quasi das Downer Stadion. Ja, ist doch schön, ist doch klasse. Man hat toll. Ja gesehen, wie viel Spaß sie beim Spielen haben. Genau. Man hat ihnen Spaß angesehen, gell? Genau, man hat ja gesehen, die Stimmung war gut. Ich glaube auch, das ist was ganz anderes, in der kleinen Halle zu spielen. Ja. Der Les Holroyd ist ja 71, glaube ich. Nee, also da hat man nichts gemerkt, das ist einmal frei, also top. Keine Ermüdungserscheinungen, sagt man, oder so. Das heißt immer, wenn die ein bisschen älter werden, lässt die Stimme nach oder so, ne? Nee, das ist echt top gewesen. Ich wohne in einer Retro-Wohnung und da will ich jetzt nach und nach alle meine Konzertbesucherplakate, die ich immer gerne abstaube, die Holzvertäfelung kaschieren. Und dann habe ich das in Erinnerung. Wenn man sich so überlegt, was denn die schönsten Erinnerungen im Leben sind, dann gehören Konzerte ja sowieso mindestens zu den Top 5. Der Band selbst hatte es offenbar in Down gefallen. Zumindest sprachen sie auf ihrer Facebook-Seite von einer weiteren großen Show, bedankten sich beim Publikum und versprachen, wiederzukommen. Unser nächstes Thema. Wenn Sie in einem Dorf wohnen, dann kennen Sie das. Man ist in der Küche beim Kochen und plötzlich merkt man, dass so banale Dinge wie Eier, Butter, Mehl oder Tomaten fehlen. Man hat es dummerweise beim letzten Einkauf in der Stadt vergessen. Was tun, wenn es im Dorf weder Supermarkt noch ein Lebensmittelgeschäft gibt? Man kann schnell rüber zum Nachbarn laufen, fragen, ob er aushelfen kann, oder man muss in den sauren Apfel beißen, sich ins Auto setzen und mehrere Kilometer zur nächsten Stadt fahren, wo die Supermärkte sind. Wenn Sie aber in Neidenbach wohnen, dann gibt es für Sie noch eine dritte Option, und zwar den Dorfladen. In Neidenbach gibt es nämlich seit geraumer Zeit wieder einen richtigen Tante-Emma-Laden. Und die Einwohner sind mächtig stolz darauf. Der Lebensmittelhandel boomt, aber leider nur in den Städten. Die Zahl der kleinen Lebensmittelgeschäfte ist rückläufig, um mehr als 20% allein in den vergangenen 7 Jahren. Die einzelnen Objekte werden immer größer, kleine Orte bleiben außen vor. Mit rund 900 Einwohnern gehört Neidenbach wie viele Eifelorte nicht gerade zu den Knotenpunkten der Region. Auch auf Durchgangsverkehr brauchen Betriebe hier abseits der regionalen Verkehrsadern nicht zu hoffen. Und trotzdem existiert hier seit 3 Jahren wieder ein kleiner Dorfladen, der von der Bäckerei Laubach aus dem Nachbarort Barlesfeld betrieben wird. Martina Laubach beschreibt die Situation, denn Neidenbach hatte schon vor dem Dorfladen mal ein Geschäft. Wir hatten ja vorher auch hier ein Geschäft gehabt und da haben die Leute das überhaupt nicht mehr genutzt. Deswegen haben wir dann auch aufgehört, weil einfach die Kosten höher waren als das, was hier noch umgesetzt wurde. Dann war ein halbes Jahr zu und dann haben die Leute halt eben gemerkt, was doch fehlt auf dem Lande, wenn kein Laden mehr da ist. Und dann haben die in Eigenregie diesen Laden hier umgebaut und ich denke mal, das hat was ausgemacht, dass die jetzt wissen, was das heißt, wenn kein Laden mehr da ist. Kein Laden mehr im Dorf, das heißt in Neidenbach jedes Mal nach Bitburg oder Kilburg fahren müssen. Nicht nur für den Großeinkauf, sondern auch, wenn mal nur ein Brot fehlt. Bürgermeister Edwin Mattes erklärt, wie die Neidenbacher den Laden wieder ins Dorf bekommen haben. Das haben wir dann mit viel Anstrengung machen können. Mit vielen Jugendlichen, die mitgeholfen haben, ungefähr 800 Arbeitsstunden stecken hier drin. Und das ging alles mehr oder weniger für ein Stück Fleischwurst über die Bühne, so sagt man immer, einen Kaffee. So, nur so ist sowas machbar. Ich weiß aber, den Neid der Nachbardörfer, die so vorbeigucken fahren, die hätten gerne auch sowas. Oder besser zugespitzt gesagt, die haben Bettchen schon zugemacht. Ich bin der Meinung, wenn die mittlere Politik mal irgendwie ein bisschen über den Tellerrand gucken würde, dann würde es zu jedem Dorf so ein Dorfladen ganz gut zu Gesicht stehen. Und der Neidenbacher Dorfladen fungiert nicht nur als Geschäft, sondern auch als Treffpunkt. Auch Monika Bach, Vorsitzende des Dorffördervereins, weiß um diese Bedeutung. Ja, das ist eigentlich unser Dorfmittelpunkt. Hier trifft sich jung, alt, von allen Generationen aus den umliegenden Ortschaften. Also es ist wirklich ein kleiner Hotspot für uns. Das gut sortierte Angebot aus regionalen Erzeugnissen wird von weit mehr als nur den Neidenbacher Senioren genutzt. Also morgens früh kommen die Handwerker und nehmen sich ihr belegten Brötchen, Getränke, was sie so brauchen zum Arbeiten. Ja, und dann die Bevölkerung halt eben so, was sie brauchen. Für fast alle Fälle ist der Neidenbacher Dorfladen gerüstet. Von der Fliegenklatsche übers Streusalz bis hin zu frischem Gemüse. Von regionalen Fleischwaren bis zum Nordic Walking Brot.
Dementsprechend viel wird der Laden auch von den Kunden genutzt. Na, Frühaufsteher, ich bin am Morgen meistens für den Brötchen-Einkauf zuständig. Wenn ich die Kinder von der Schule abhole, dann springt man auch noch schnell hier rein. Also es ist sehr viel wert auch. Man hat viel Zeit gespart und man hat auch mal noch für zwischendurch schnell. Was koche ich heute? Wenn ich schon hier bin, Sie haben sehr gute Backwaren und auch sehr gute Fleischwaren. Das nutze ich natürlich und dann so die Kleinigkeiten, die dann im Haushalt fehlen. Ich bin berufstätig, ich fahre dann auch nicht immer nochmal zum Großeinkauf, dann kaufe ich es eben hier vor Ort. Aber auch wenn der kleine Dorfladen inklusive kleiner Kaffeeecke nicht ganz das Preisniveau und die Größe eines Supermarktes erreicht, möchte Frau Laubach nochmal die Servicevorteile eines kleinen Geschäfts herausstellen. Dass die Leute wissen, dass sie hier noch persönlich bedient werden, dass sie noch persönlich angesprochen werden und denen halt eben auch geholfen wird, wenn sie irgendwas suchen oder nicht wissen. So kann man also ruhigen Gewissens auch mal einfach im eigenen Dorf einkaufen gehen. Bleibt zu hoffen, dass dieses Modell auch in anderen Orten nochmal Schule macht. Das ungewöhnliche Konzept, mit dem die Neidenbacher ihren Dorfladen ins Leben gerufen haben, könnte auch jeder anderen Gemeinde als nachahmenswertes Vorbild dienen. Ganz sicher wird man dazu in Neidenbach bereitwillig Auskunft geben. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von... Ein neugieriger Jungfuchs wirbt als Sympathieträger für den diesjährigen Fotowettbewerb der Naturparke Deutschlands. Gesucht werden dabei auch wieder ausdrucksstarke Motive aus dem Natur- und Geopark Vulkaneifel, aufgenommen aus der ganz persönlichen Perspektive der Besucher. Der diesjährige Wettbewerb läuft noch bis zum 31. Oktober. Alle Bilder des Wettbewerbs werden auf der Website www.naturparkfotos.de veröffentlicht. Die schönsten Motive werden von den Besuchern des Portals bewertet und mit attraktiven Gewinnen prämiert. Das gab's noch nie. Weder Raffer noch Läufer erreichten bei der Schönecker Eierlage das Ziel. 104 Eier aufraffen oder 7,6 Kilometer nach Seiwerath und zurücklaufen. Die Aufgaben, die vor dem Raffer und dem Läufer der traditionsreichen Schönecker Eierlage liegen, sind nicht zu unterschätzen. Dieses Jahr sind zum ersten Mal sowohl Raffer Alexander Alf als auch Läufer Holger Meier gescheitert. Zuerst musste Alf mit nur wenigen verbleibenden Eiern Kreidebleich aufgeben, bevor Meier schon fast auf der Zielgeraden zusammenbrach. Der Sanitäter vor Ort hatte alle Hände voll zu tun. Später wurden beide Kontrahenten noch sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Die Organisatoren entschieden dieses Mal auf Unentschieden. Das hat es noch nie gegeben bei der Schönecker Eierlage. Gerd Wanken aus Bitburg erhielt die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Wanken hat sich vor allem um die Jugendarbeit verdient gemacht. So gründete er schon 1977 die Initiativegruppe Haus der Jugend. Zwei Jahre später wurde der heute 63-Jährige Leiter des Hauses der Jugend in Bitburg, dem er bis zu seiner Pensionierung vorstand. Den jungen Mann kennen Sie schon, wenn Sie unsere Sendung regelmäßig verfolgen. Der 15-jährige Josua Schmitz aus Niederehe hat beim Wettbewerb Jugend forscht nun auch die Hürde auf Landesebene genommen. Mit seiner Erfindung, die schädlichen CO2-Abgase aufzufangen und zu brauchbarer Energie umzuwandeln, belegte er in Ludwigshafen Platz 1 und darf seine Arbeit nun auch beim Bundesfinale Ende Mai in Darmstadt präsentieren. Und abschließend noch der Hinweis auf unser Magazin Orange 7. Die Ausgabe Prüm-Gerolstein befindet sich mit vielen interessanten Beiträgen aus der Region am Samstag dieser Woche wieder in Ihrem Briefkasten. Ich darf Ihnen jetzt schon viel Spaß beim Lesen wünschen. Der Ausflugstipp für die ganze Familie. Wild- und Erlebnispark Daun. Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Kühlschrank ist leer, Sie machen sich auf den Weg zum Einkaufen und dann beginnt ein Albtraum nach dem anderen. Ohne dass Sie sich dagegen wehren können, durchsuchen Sie Ihre Tasche, packen Sie immer wieder aus und ein. Sie fragen sich, habe ich alles dabei? Geld, Handy, Haustürschlüssel, meine Tabletten. Unterwegs quälen Sie sich mit Fragen, ob der Herd abgeschaltet ist oder das Bügeleisen ausgeschaltet ist.
Am Supermarkt angekommen, dann die nächste Attacke. Passiert mir etwas, wenn ich jetzt aussteige und dort hineingehe? Die Folge: Herzrasen, Angst, Schweiß, Schwindelgefühle, Panik bricht aus. So etwas gibt es tatsächlich. Menschen leiden an einem Putzzwang, haben Angst vorm Autofahren, befinden sich in einem ständigen Kontrollzwang. Wir haben eine Frau aus Prüm kennengelernt, die sich nicht schämte, uns ihre Geschichte zu erzählen. Wenn einem Kind etwas Schlimmes passiert, dann prägt das sein ganzes Leben. Wenn dann auch noch die Eltern und Ärzte nicht die Hilfe liefern, die man braucht, krankmachende Angst kein klar behandelbares Krankheitsbild darstellt, wenn ein schweres Leben zu einem normalen Leben wird, dann hat die Abwärtsspirale bereits ihren Anfang genommen. Man hat es hingenommen. Das ist, die Eltern werden schon recht haben, ne, und es ist nichts. Und somit hat man dann ein paar Jahre gelebt, bis die nächste Störung dazu kam. Das war dann mit 14, dann bin ich in die Bulimie reingerutscht. Die hat mich genau 28 Jahre begleitet. Es kamen immer mehr Störungen dazu, aus der Angststörung, dann kam dann noch eine Panikstörung dazu. Irgendwann bin ich in Depressionen gelandet, dann kam eine Somatisierungsstörung dazu und das schlich sich so über Jahre so ein. Ich kannte es nicht anders und war von der Psyche her, vom Unbewussten, wirklich im Glauben, teilweise auch im Bewussten, das gehört, das bist du und das ist dein Leben. Oft hatte Bianca Heinen in dieser Lebensphase den Job gewechselt und auch 20 Umzüge konnten nichts besser machen. Mit jedem Neustart in den Äußerlichkeiten hatte sie sich auch einen Neustart im Inneren erhofft. Doch leider wurde dadurch nichts besser, im Gegenteil. Also ich hatte vor 7 Jahren Krebs, vor 3 Jahren kam noch ein Schlaganfall dazu. Ja, und da wurde es auch viel, viel intensiver mit den Störungen. Und dann kam noch ein Putzzwang dazu, ein Kontrollzwang. Also ich habe da, glaube ich, ganz, ganz wenig ausgelassen, was die psychischen Störungen angeht. Das Chaos fand seinen Höhepunkt nach einer Trennung. Die Angst bestimmte ihr ganzes Leben, selbst bis in die kleinsten Details. Das Haus zu verlassen oder einkaufen zu gehen, waren riesige Herausforderungen, die sie kaum bewältigen konnte. Immer hatte sie Angst, etwas Schlimmes würde passieren. Wegrennen war oft die einzige Lösung. Die Scham steckte tief in Bianca Heinens Seele, doch sie wusste, nun müsse sie endlich einen Schlussstrich ziehen. Endlich war es an der Zeit, Bianca Heinen packte es an. Sie ließ sich in die offene Psychiatrie einweisen. Dort wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Für Bianca Heinen die beste, aber auch die schlimmste Zeit ihres Lebens. Also so klar war ich in dem Moment, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, nee, da muss jetzt was passieren, ich lasse mich jetzt einweisen. Ja, also ich habe dann schon gemerkt, so mit einmal die Woche Therapeutengespräch kommst du gerade hier nicht weiter. Also nicht langfristig. Das hätte mir für einen kurzen Moment geholfen. Ja, aber langfristig habe ich da irgendwo gemerkt, du musst jetzt tiefer gucken, weil irgendwas ist da. Dass die Bilder von früher kamen, alles wieder, das sind meine, diese Flashbacks. Und bestimmte Gerüche konnte ich nicht ertragen, die mich an bestimmte Personen erinnerten. Und das wusste ich nicht zuzuordnen. Und da habe ich gedacht, nee, es muss jetzt was passieren. Und da habe ich für mich auch bewusst gesagt, so, du fährst jetzt alles auf Null. Nicht stufenweise, wie sonst, man kündigt einen Job oder man zieht wieder um. Das ist ja auch ein Stück weit auf Null fahren. Ich habe gesagt, nein, du machst jetzt alles auf Null. Wenn schon, du musst erst am Boden sein und auf diesem Boden bist du. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Und jetzt guckst du mal, wie du da Stück für Stück wieder rauskommst. Dann in der Traumaklinik gesessen, ich weiß noch, der 27. Dezember, 18.49 Uhr, ja, Zahlen, Daten, Fakten. habe ich da gesessen, habe ich dann innerlich meine Familie verziehen und habe gesagt, so, und jetzt hast du auf, dir selber zu schaden. Jetzt guckst du mal, wie du aus dem ganzen Trümmerhaufen hier rauskommst, du hast schon angefangen. Ja, und dann habe ich mal so ein bisschen, ja, und dann kam Stück für Stück, kam dann alles so dazu. Bianca Heinen lernte wieder zu leben, wieder einzukaufen, wieder Auto zu fahren. Sie traute sich langsam wieder in die Welt hinaus. Vor ein paar Jahren waren Auslandsreisen noch ein absolutes No-Go. Mittlerweile fliegen sie und ihr Mann regelmäßig nach Ägypten. Die Kehrtwende ist vollzogen. In Sachen Wohlbefinden sieht sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 bei einer properen 9. Also ich kann sagen, ich bin jetzt so, wie es jetzt ist. Bin ich zufrieden? Auch ich habe meine Problemchen noch. Die Angst ruft auch manchmal so, hallo, ich bin noch da, lass mich rein. Ne? Und dann gilt's zu gucken, was hast du gelernt? Welche Werkzeuge hast du mit auf den Weg gekriegt? Weil der Therapeut, der kann dir nur Werkzeuge mit an die Hand geben.
Um einen Platz in einer Therapie zu bekommen, bedarf es heutzutage mehrerer Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ein probates Mittel sind hierbei aber zum Beispiel Selbsthilfegruppen, wie sie auch Bianca Heinen ins Leben gerufen hat. Denn reden und die Dinge klar ansprechen sind, wie so oft, der erste Schritt in ein besseres Leben. Eine starke Frau, die mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit geht, um anderen Mut zu machen. Er ist Arzt und hat wie viele Menschen auch ein Hobby. Allerdings sprechen wir hier nicht von Fußball, Briefmarken sammeln oder Bilder malen. Nein, bei seinem Hobby geht es um ansprechende Möbel, die aus alten Weinkisten hergestellt werden. Das lief plötzlich so gut, dass der Arzt Dr. Heinz Josef Weiß aus Daun sein Hobby zum Beruf machte und dann sogar eine Firma gründete. Wir haben den pensionierten möbelherstellenden Mediziner in Daun besucht. Man kommt einfach nicht drum herum. Man hat sofort das Bedürfnis, Holzmöbel anzufassen, über die Oberfläche zu streichen, die Sanftheit und Wärme des Holzes zu spüren. Und auch beim Geruch von Holz erinnert sich selbst der naturfernste Drinnenbleiber tief in seinem Inneren daran, woher wir alle stammen und dass wir auch nur ein Produkt der Natur sind. Heinz Josef Weiß weiß, was man alles Tolles mit Holz machen kann. Ein bisschen Präzision und Kreativität braucht es dann noch und man hat solch einzigartige Möbelstücke. Einzigartig sind sie aufgrund der Maserung, aber vor allem wegen den unterschiedlichen verbauten Weinkistenbrettern. Alles sind Originale, die wir verwenden. Die werden entweder als ganze Kiste verwendet, wenn es sich um Schubladen handelt, oder aber sie werden ausgeschlachtet, das heißt, nur die Bretter, die bedruckt sind, werden weiterverwendet. Da gibt es Kisten, die haben nur ein Brett, ein Frontbrett. Das sind die französischen hauptsächlich. Die Italiener gehen darüber hinaus und verwenden auch schon mal 4 Bretter pro Kiste. Das ist für uns natürlich wunderbar. Dann haben wir von jeder Kiste etwas mehr. Nicht nur die Platzierung oder Zusammenstellung der Bretter auf einem Möbelstück macht die fertige Holzkomposition so besonders. Jedes einzelne Brett hat eine Geschichte. Sie haben ja einmal auf jedem Brett ein Bild abgebildet. Das ist schon mal unter Umständen beeindruckend. Dann haben Sie auch eine Jahreszahl. Es gibt viele Kunden, die sagen, in diesem Jahr ist irgendwas Besonderes passiert, was weiß ich, Hochzeit, Geburtstag oder irgendwas, Kind geboren, und finden das dann natürlich toll, einen Tisch zu haben mit dieser Jahreszahl. Die Weinbretter können praktisch überall verbaut werden. Am beliebtesten sind die Stuhl- und Tischkombinationen. Dann gibt es natürlich Kommoden, Schreibtische oder auch Kochinseln oder Teppanyaki-Tische, an denen direkt gekocht werden kann. Neben dem Holz kommt auch zunehmend der Edelstahl zum Einsatz. Zwei Materialien, die sich sehr gut ergänzen. Überhaupt ergänzt sich das ganze Konzept von Formidable sehr gut mit dem großen Thema der Gastronomie, mit dem schönen Leben, wie es die Franzosen so schön vormachen, mit der Liebe zu allem, was so richtig gut ist. Jeder Sinn soll angesprochen sein. Das Modell, was wir praktizieren, enthält ja viele Bestandteile. Einmal, was die Schreiner sehr freut, die Verwendung richtigen Holzes, also nicht Spanplatten oder sowas. Da sind die schon mal begeistert von. Dann geben wir Gegenständen, die sonst achtlos weggeworfen worden wären, wie zum Beispiel die Weinkisten, denen geben wir praktisch eine neue Bedeutung. Und dann führt das Ganze auch noch, wenn man das Kochen bedenkt, dazu, dass man geschmackliche Erlebnisse hat. Also da sind schon etliche Sinne gefordert bei der Sache. Nicht nur vom Kunden, sondern bei uns auch. Wir freuen uns halt dann auch schon bei der Produktion, weil wir wissen, dass Leute da Freude dran haben. Für die kommenden Möbelstücke ist Heinz Josef Weiß bestens vorbereitet. Die zu verbauenden Weinkisten stapeln sich und warten nur auf ein zweites Leben nach ihrer Tätigkeit als schnödes Transportmittel. Also, wenn Sie noch alte Weinkisten zu Hause rumstehen haben, dann wissen Sie ja jetzt, dass man die nicht unbedingt im Kachelofen verbrennen muss. Ja, das war's auch schon wieder für heute und bitte denken Sie daran, uns Ihre ganz persönlichen Frühlingsbilder oder Frühlingsvideos zu schicken.
die wir gerne in der kommenden Woche in unserer Sendung zeigen möchten. Auf unserer Website finden Sie alles, was dazu wichtig ist, zum Beispiel auch, wie Sie Bilder und Videos hochladen können. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns wieder in der kommenden Woche, immer mittwochs ab 17 Uhr, immer wann und wo Sie wollen, auf www.o7.tv oder bei Facebook. Bis dahin Ihnen allen eine schöne Woche und eine gute Zeit.